Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben Freunde, die BT-Kammer-Zeitung hat eine Meldung zum Thema Kinder im Autismus-Spektrum ins Internet gebracht. Und weil ich mir die nicht allein antun kann, das wisst ihr ja, muss ich euch wieder mit reinziehen. Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zum zweiten Kanal, falls es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meinen Kanal Autismus Musikkanal, als auch der Link zu meiner Kooperationspartnerin rund um Autismus Einbrücken Kanal, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ich meine Comics dann aber geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel Kindergarten Besigheim. Oder wohin mit autistischem Kind, die ich auf wohin mit Kind im Autismus-Spektrum umgeändert habe. Ein Artikel von Michael Soltis. Fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Die Mutter drängt auf vollständige Betreuung. Der Kindergarten sieht sich überfordert, wie Inklusion an der Praxis scheitert. Und sie wird auch weiterhin scheitern, wenn sich für uns Menschen im Autismus-Spektrum nichts ändert. Weiter geht's. Wenn Selma P. von ihrer Tochter Paula, beide Namen übrigens von der Redaktion geändert, erzählt, dann kommen ihr schnell die Tränen. Das 5,5 Jahre alte Kind leidet am Autismus-Spektrum. Es geht nicht darum, dass sie wegen Autismus selbst leidet, sondern wohl eher an der Umgebung um sich herum. Denn es geht nämlich um einen Kindergarten, beziehungsweise eine Kita, die zum Thema richtige Inklusion noch sehr weit entfernt ist. Aber sowas von weit entfernt, weiter geht's gar nicht. Und das im Jahr 2024. Was für ein Armutszeugnis. Weiter geht's. Sie spricht nicht viel, sie ist lieber allein, schildert die Mutter ihr Verhalten. Ist ja auch kein Wunder bei so einem ewig gestrigen Kindergarten. Wie schon gesagt, Leute, die sind vom richtigen Inklusion ziemlich weit entfernt. Weiter geht's gar nicht. Und das im März 2024. Weiter geht's. Sie kann ihre Gefühle nicht kontrollieren und akzeptiert kein Nein. Der Umgang mit dem Kind erfordere die volle Aufmerksamkeit. Sie akzeptiert kein Nein. Man braucht eigentlich ein Nein, welches Verhalten okay ist und was nicht. Aber wenn die Kinder sie gemobbt haben, weil Kinder können natürlich grausam sein, und sie schreit nach Nein, 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 kurzum heißt es, das Mädchen selbst ist nicht die einzige, die kein Nein akzeptieren kann. Das sind die anderen Kinder, die sie gemobbt haben, auch. Diese Kinder akzeptieren auch kein Nein. Und wenn man das nicht beigebracht bekommt im Kindergarten, dann entsteht nur Chaos, Chaos und nochmals Chaos. Und sowas wird auch auf die Regelschulen übertragen. Denn dort herrschen auch Chaos und Unordnung. Weiter geht's. Im evangelischen Kindergarten Bühl in Besigheim dürfte Paula gut aufgehoben sein, hoffte die Mutter, die selbst Muslimin ist. In einer Einrichtung, die vom Glauben geprägt ist, werde es akzeptiert, glaubte sie. Diese Hoffnung sieht Selma P. enttäuscht und eben das treibt ihr die Tränen in den Augen. Bevor wir überhaupt weiterlesen. Ihr wollt mich doch nicht ernsthaft erzählen, nur weil ihre Mutter im muslimischen Glauben ist, wird das Kind von den anderen Kindern gemobbt? Wollt ihr mir das etwa erzählen? Und das im Jahr 2024. Lesen wir weiter. Aber die Mutter ist auch entrüstet.
Ihre Vorwürfe? Das Kind werde schlecht behandelt. Die Erzieherinnen werden allzu schnell ungeduldig. Das Kind sei angeschrien worden. Ja, und zwar von den Erzieherinnen. Und warum? Weil das Kind im Autismus-Spektrum ist. Wie sollte es anders sein? Und jetzt kommen wir zu drei Abschnitten mit der folgenden Überschrift, welches an Ausrede nicht zu überbieten ist. Das Personal sei überlastet. Na dann gute Nacht, wenn man heutzutage auf sowas reinfällt. Weiter geht's. Dreimal die Woche bringt Selma P., die berufstätig ist, Paula in den Kindergarten. Eine Mitarbeiterin der Eingliederungshilfe muss anwesend sein, um sich um das Kind zu kümmern. Ihren Wunsch, die Tochter fünfmal die Woche bringen zu können, hat die Mutter aufgegeben. Es sei kein Personal für die Betreuung verfügbar, habe sie zu hören bekommen. Kein Personal für die Betreuung verfügbar. Also diese Ausrede kann man doch im Jahr 2024 doch nicht mehr ernst nehmen. Es gibt genug Erzieherinnen hier in Deutschland und hier auf einmal gar nicht, oder wie? Ihr merkt es selbst. Wenn man sich nur in Ausreden verstrickt, dann gibt es nur eine Empfehlung. Die Schließung dieses Kindergartens. Auch wenn das jetzt von mir sehr hart klingt, aber wenn man eine Kita nur mit Lügen weiter bestehen lassen will, das kann am Ende nicht mehr gut gehen. Und das ist jetzt der Fall. Also entweder A, ihr bringt das Ganze wieder in den Griff, Kindergarten Besigheim, oder ihr schließt euren Kindergarten einfach. Da wäre eure sogenannte Ausrede von wegen Personal sei überlastet dann gelöst. Weiter geht's. Das Personal sei überlastet. Der Besuch des Kindes an drei Tagen die Woche sei jetzt schon zu anstrengend. Ja, meine Güte, wenn euch die Arbeit mit Kindern so anstrengt, warum sucht ihr nicht einfach einen neuen Job? Meine Güte. Wenn man Erzieher gelernt hat und man kommt mit den Kindern nicht zurecht, dann hat man auf jeden Fall den Beruf verfehlt. Ich meine, wenn man schon eine Ausbildung beginnt und zu Ende machen will, dann aber mit Herzblut. Und das sogenannte Personal dieses Kindergartens, die haben wohl in Sachen Herzblut so viel zu tun wie Rainer Winkler und Empathie. Denn der hat natürlich keins. Oder zum Beispiel folgendes. Das Personal beim Kindergarten Besigheim sind in Sachen Herzblut so weit entfernt, wie das Berufsbildungswerk Hamburg als auch das Berufsbildungswerk Neckar-Gemünd von einem jeweils autismusgerechten Berufsbildungswerksiegel. Denn beide haben es natürlich nicht. Denn eigentlich können diese beiden Berufsbildungswerke auch geschlossen werden. Ist meine Meinung. Weiter geht's. Dabei hat Paula nach einem Jahr Angewöhnungszeit das Recht, den Kindergarten täglich zu besuchen, sagt die Mutter. Eigentlich ja. Aber da für Kinder im Autismus-Spektrum im Kindergarten als auch in den Regelschulen sowieso nur Chaos und Unordnung herrscht, weil wir brauchen ja klare Strukturen. Und wenn diese nicht gegeben sind, dann gibt es für diese Einrichtung zwei Möglichkeiten. Entweder A, sie ändern was an der Situation, oder B, die machen die Einrichtung eben ganz zu. Ist nun mal leider so. Weiter geht's. Ein Risiko für andere Kinder sieht sie nicht. Ihre Schwiegermutter hilft ihr, den Alltag zu meistern und Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Und so eine tolle Schwiegermutter wünscht sich jeder. Weiter geht's.
Mittlerweile hat Selma P. eine Rechtsanwältin in dieser Sache eingeschaltet, um Druck auszuüben. Auf eine Anzeige hat sie bisher verzichtet. Bisher verzichtet, also eine Anzeige könnte noch kommen, falls das Kind nochmal angeschrieben werden sollte. Weiter geht's. Mit dem Gang an die Öffentlichkeit gehe es ihr darum, den Boden für Eltern vorzubereiten, die in einer ähnlichen Situation stecken. Ich möchte in ihrem Sinne handeln, sagt sie und beruft sich auf das Inklusionskonzept des Landes Baden-Württemberg. Inklusion gilt doch für alle. Paula selbst werde bald den Kindergarten verlassen und in die Schule gehen. Und ich kann mir schon die Intrigenpläne dieses Kindergartens gegenüber Paula ganz gut vorstellen, dass sie halt Paula eine schlechte Beurteilung geben, sodass sie es schwer hat, eine Schule zu finden. Denn ich bin der Meinung, solche Kindergärten kennen keinen Skrupel. Und jedes Kind, was störfällig ist, wird mit einer negativen Empfehlung weggeschickt. Weiter geht's. Kirchenbezirk hält sich bedeckt. Kein Wunder. Wenn so ein Kindergarten, welches unter kirchlichen Regie geführt wird, generell was gegen Kinder im Autismus-Spektrum haben, dann brauchen wir uns halt nicht wundern, warum die immer mehr an Anhängern verlieren. Und mit diesem Artikel könnte es noch rapide für die enden. Weiter geht's. Dekan Eberhard Feucht vom Kirchenbezirk Besigheim, dem Träger des Kindergartens, hält sich auf Anfrage der BZ bedeckt. Dabei spielt die rechtliche Auseinandersetzung um das Kind ebenso eine Rolle wie der Schutz des beteiligten Personals. Die Vorwürfe, Paula sei ungerecht behandelt worden, weist er pauschal zurück. Wie kann er etwas pauschal zurückweisen, wenn er selbst bei diesem Konflikt nicht dabei gewesen war? Ich schätze mal, dieser Dekan hatte einfach keine Lust, sich überhaupt dieses Vorgangs anzunehmen. Und hier seine Aussagen. Wir wollen die bestmögliche Förderung im Sinne des Kindes, sagt Feucht. Aber, .jpg, und die Zusage der Integration umsetzen. Aber Feucht sagt auch, die 1:1-Betreuung eines Kindes mit Autismus ist ein begrenzt leistbarer Rahmen. Ein begrenzt leistbarer Rahmen. Also ist dieses Kind im Autismus-Spektrum zu anstrengend, dann darf das Kind generell nicht betreut werden. So halt die Entzifferung seiner letzten Aussage. Hoffen wir nur, dass dieser Kirchenbezirk bald keine Anhänger hat. Schon bei dieser Aussage. Aber da wir auf Erde 1 sind und nicht auf Erde 6, bin ich eher leider der Überzeugung, dass dieser Kirchenbezirk weiterhin tun und lassen kann, was sie will. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn so ein Kirchenbezirk die Kinder im Autismus-Spektrum nicht nur von ihren Altersgenossen mobben lassen, sondern wahrscheinlich noch viel schlimmeren. Weiter geht's. Gemeinsam mit der Mutter und Fachleuten für Heilpädagogik und Sonderpädagogik hat Feucht an einer Sitzung in der Kita teilgenommen. Und was ist bei dieser Sitzung rausgekommen? Natürlich nichts. Das heißt im Klartext, in diesem Kindergarten Besigheim werden auch weiterhin Kinder im Autismus-Spektrum gemobbt und noch viel Schlimmerem angetan werden, und das so oft sie wollen. Weiter geht's. Integrationskräfte benötigt. Die Verantwortung für die evangelischen Kindergärten liegt seit kurzem beim Kirchenbezirk und nicht mehr bei den einzelnen Kirchengemeinden. Die Geschäfte werden von Tobias Laufs besorgt, der 34 Kindergärten in den Kirchenbezirken Ludwigsburg und Besigheim und damit zwischen 1400 und 1500 Kinder betreut. Liegt seit kurzem beim Kirchenbezirk und nicht mehr aus den Kirchengemeinden? Aber wir hatten doch was über Kirchenbezirke gelesen.
Also irgendwie. Irgendwie stimmt was mit diesem Artikel nicht. Aber da jetzt Tobias Laufs irgendwie die Geschäfte übernommen hat und nicht dieser sogenannte Dekan, obwohl meines Erachtens der Dekan immer noch im Vordergrund spielt. Was soll man da machen? Aber wer weiß, ob es wirklich für Paula noch weitergehen wird. Obwohl, hoffen wir mal, dass Paula eine Grundschule bekommt, in der sie angenommen wird und nicht von ihrer Umgebung schikaniert wird. Weiter geht's. Er äußert sich ähnlich zurückhaltend wie der Dekan und möchte nur im Gegensatz Stellung nehmen. Er äußert sich ähnlich zurückhaltend wie der Dekan und möchte nur im Grundsatz Stellung nehmen. Nur im Grundsatz. Und wie äußert sich dieser Grundsatz? Finden wir es heraus, ne? Einzelne Fälle zu diskutieren oder sogar Namen zu nennen, das dürfen wir nicht, sagte er. Das trifft insbesondere auf die Vorwürfe zu, das Kind werde von Erzieherinnen schlecht behandelt. Das ist schnell behauptet, sagte Laufs lediglich. Die Vorwürfe der Mutter sind ihm bekannt. Wie in anderen Fällen auch, habe es danach Gespräche mit dem Personal gegeben, bestätigt er lediglich. Ja, und natürlich hat das Personal abgestritten, wie es denen gerade passt. Kommt der oberste Chef höchstpersönlich, wird sofort alles abgeschritten. Und das dürfen wir nicht, das ist schnell behauptet. Da kann man mal sehen, bei einem Kindergarten, welches von der Kirche gesponsert wird, kann es nur von Intrigen nur so strotzen, wenn es um ein Kind im Autismus-Spektrum geht. Noch zwei Abschnitte, dann ist Schluss. Inklusion ist toll, sagt Laufs. Die evangelischen Kindergärten leben Inklusion, versichert er. Erste und zweite Lüge ist gestrichen. Weiter geht's. Doch was hilft das Engagement, wenn das geeignete Fachpersonal in den Kitas fehlt? Und hier ist der dritte Strich. Weiter geht's. Wir brauchen diese Integrationskräfte, sagt er. Aber auf dem Arbeitsmarkt gibt es sie nicht. Doch, sie gibt es. Ihr sucht nicht gründlich genug. Vierter Strich. Weiter geht's. Finanziell geht die Rechnung ebenfalls nicht auf. Finanziell. Habt ihr jetzt zu wenig Anhänger dafür? Dann hört endlich auf rumzuheulen, denn da seid ihr selber schuld. Meine Güte. Finanziell geht die Rechnung ebenfalls nicht auf. Meine Güte. Ganz ruhig, Martin, ganz ruhig. Aber dafür ist es kein Grund für den fünften Strich, ne? Mir fehlt noch eins. Weiter geht's. Für die Integrationshilfe, die Paula betreut, bekomme der Kindergartenträger pauschal 748 Euro brutto monatlich vom Landratsamt. In besonderen Fällen 930 Euro. Das reiche rechnerisch für die Betreuung des Kindes von 2 bis 3 Stunden täglich. Ja, und gierig ist dieser Kindergarten wohl auch noch. Aber es geht ja noch weiter. Noch habe ich noch 4 Striche. Es ist ja noch ein Abschnitt. Doch am Geld soll es nicht liegen, versichert Laufs. Es geht ihm vor allem um das Wohl des Kindes. Und die fünfte Lüge gestrichen. Und Bingo. So, jetzt noch 5 Lügen raushauen. Kommt. Ich will jetzt mindestens 100.000 Hasapits haben. Statt nur die 2.700 Hasapits. Los, kommt. Ich will die 5 Lügen. Komm, komm, komm. Weiter geht's. Kinder im Rollstuhl werden in den Kindergärten betreut und können integriert werden. Auch Kinder mit Trisomie. Bei Kindern mit Autismus-Spektrum jedoch sei dies schwierig. Und das ist mal wieder eine Ausrede, das kann ich ja auch
mit einem Strich machen. Also Nummer 6. Und eine Betreuung von Kindern im Autismus-Spektrum kann man es auch viel leichter machen. Und zwar durch Errichtung von Autismus-Lebensschulen. Dort, wo sich die Kinder im Autismus-Spektrum frei entfalten können, und das soll vom Kleinkindalter bis hin zum jungen Erwachsenenalter gehen. Und zwar von dem ersten Besuch eines Kindergartens bis zum Ende der Abitur. Weiter geht's. Ein offener Kindergarten wie derjenige in Bühl mit einer großen Anzahl lebhafter Kinder sei für autistische Kinder kein geeigneter Platz, oder wie es richtig heißen sollte. Ein offener Kindergarten wie derjenige in Bühl mit einer großen Anzahl lebhafter Kinder sei für Kinder im Autismus-Spektrum kein geeigneter Platz. Kein geeigneter Platz. Offener Kindergarten. Da möchte ich mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn ein Kind im Autismus-Spektrum aus dem Kindergarten einfach wegläuft. Und wenn dem was Schreckliches passiert, einen bestimmten Fall aus Mattersburg haben wir oft genug bei Autism Memorial berichtet. Was soll ich dazu sagen, Leute? Es ist mal wieder ein Armutszeugnis, was mit den Kindern im Autismus-Spektrum in diesen sogenannten von der Kirche gesponserten Kindergärten so passiert. Und das Jahr 2024 ist ja ungefähr 2 Monate alt. Und schon kommen wieder solche Meldungen zum Vorschein. Und nun meine Frage an euch. Was haltet ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen. Als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und wir sehen uns dann morgen mit einer ähnlichen Meldung zum Thema Autismus wieder. Und ich würde mal sagen, ciao Leute.